Herzlich willkommen zum 36. DocFest München hier im Spiegelsaal des Deutschen Theaters. Das ist unser Festivalzentrum während unserer Online-Ausgabe DocFest München at Home 2021. Mein Name ist Daniel Lang. Ich freue mich sehr, mit der Regisseurin Christina Schranz heute ein Gespräch führen zu dürfen zu ihrem langen Dokumentarfilm Vakuum, der in unserer Reihe Student Award läuft. Es ist eine Weltpremiere und der Film ist nicht nur für den Megahertz Student Award nominiert, sondern auch für den Kino-Publikumspreis von BR und Dreisat. Also wenn Sie diesem Film Ihre Stimme geben möchten, dann besuchen Sie doch bitte unsere Homepage. Christina, dein Film Vakuum ist der Abschlussfilm an der HFF München. Er behandelt die Corona-Pandemie. Wir sind jetzt auch noch mitten in dieser Pandemie. Der Frust wächst bei vielen. Was war für dich der ausschlaggebende Moment letztes Jahr, dass du gesagt hast, ich muss über diese Situation jetzt einen Film machen? Das war relativ schnell klar, weil ich während dem ersten Lockdown zu Hause war bei meiner Familie und sie da auch unterstützt habe und dann relativ schnell gemerkt habe, dass ich einfach rausgehen möchte und das dokumentieren möchte, was da passiert. Also die Dreharbeiten haben ja schon im ersten Lockdown begonnen. Und ich dachte mir am Beginn, es ist so eine Fußnote in der österreichischen Geschichte und im Sommer ist dann der Film vorbei. Aber dass sie das so zieht, wusste ja keiner. Und dann ging ja der Film bis Weihnachten. Und genau, das war so der ausschlaggebende Punkt. Und war das geplant, dass ich zu Hause war? War das geplant, dass du diesen Film komplett alleine machst? Also du warst Regisseurin, Kamerafrau, Tonfrau und Produzentin in einer Hand? Oder war das einfach aus der Not geboren? Ich glaube schon beides. Also weil ich ja gespürt habe, eben, dass es auch mein Abschlussfilm wird und dass es dann ein Langfilm wird. Und aufgrund der Situation, es war einfach viel einfacher, selber zu drehen und genau, selber Kamera einfach zu machen, dann auch den Film selbst zu produzieren, Fördergelder einzureichen oder mit dem BR zu kooperieren. Und auf eine Art und Weise hat es alles vereinfacht, dass ich halt schneller drehen konnte, weil der Film ja relativ schnell jetzt auch fertig geworden ist. Und was auch voll schön ist, dass ich an dem Film eben gewachsen bin durch die unterschiedlichen Rollen, die ich jetzt in dem Film habe. Rolle ist ein gutes Stichwort. Weil wie auch in deinen Filmen, die du davor gemacht hast, zum Beispiel Spielfeld, besteht der Film ja aus sehr vielen ruhigen Tableaus und auch Interviewsituationen. Aber man hört dich als Regisseurin aus dem Off oft Fragen stellen oder die Protagonisten anstupsen. Wie siehst du diese Rolle? Bist es du oder ist das irgendwie so ein Persona, das du hast? Nein, ich glaube schon, dass ich das bin, Daniel. Also das ist einfach aus dem Moment heraus. Also ich sehe das auch eher als Gesprächsführung und einfach auch schön, wenn man als Zuschauende sieht oder hört in dem Fall, da gibt es noch eine Person, mit der die Protagonistinnen kommunizieren und dass man so ein bisschen auch spürt meinen Zugang, also dieses Zuhören, dieses Fragen stellen, die Menschen auf eine Art und Weise verstehen zu können, ihnen Raum zu schaffen, aber wenn dann halt die Möglichkeit da ist, eine Nachfrage zu stellen. Ich finde diese Art und Weise eigentlich ganz schön und ich glaube, das gehört zu mir als Wesen, als Christina, egal ob Produzentin oder Regisseurin. Und es ist ja auch in meinem Heimatdorf oder Region entstanden, der Film oder Heimatstadt. Das heißt, ich kannte ja schon viele Menschen und ja, da war auch klar, dass das auch einfach in einem per Du passiert, das Gespräch. Also sprich, das ist dein Heimatort oder deine Heimat. War dadurch natürlich der Zugang wahrscheinlich einfacher zu den Protagonistinnen. Aber ich denke mal, die Pandemie hat das ja nicht einfacher gemacht, Gesprächspartner zu suchen, auch die zu überzeugen. Das dauert ja manchmal auch für so einen Film. Wie bist du das angegangen? Hast du dich ans Telefon gehängt oder hast du irgendwie, wie war das?
Ganz genau. Ich habe ziemlich viel telefoniert. Meine Mama hat mich auch unterstützt und hat dann auch rumgefragt. Und relativ schnell war dann klar, wer mich interessiert, weil ich da eben teilweise schon zum Beispiel die Volksschule oder der Kindergarten sind die Orte, wo ich auch in die Schule oder in den Kindergarten gegangen bin. Und dadurch, dass es wirklich das kleinste Bundesland ist, das Burgenland, gemessen an der Einwohnerzahl und auch diese Region so klein ist, wo ich gefilmt habe, kannte ich die meisten Leute zumindest über Bekannte und es war relativ einfach, einen Kontakt herzustellen. Genau, ich habe viel telefoniert, bin teilweise dann auch hingefahren, zum Beispiel bei den Gastwirten, wie die To-Go gemacht haben. Und das Schöne war einfach, dass da schon die Gesprächsbereitschaft so groß war, weil ich glaube schon, dass Menschen jetzt einfach auch reden wollen. Und im ersten Lockdown war es ja auch wirklich so, dass im Burgenland die Zahlen sehr, sehr niedrig waren. Also vor allem die Todesfälle, die an, mit oder durch Covid-19 gestorben sind, waren wirklich sehr gering. Und da gab es auch noch nicht die britische Mutante. Und das ist ja dann alles erst so gekommen. Das heißt, ich glaube, diese Angst war am Beginn schon da, aber noch nicht so groß vor mir. Und weil ich alleine eben gefilmt habe und halt diese Sicherheitsvorkehrungen eingehalten habe, war das halt auch, glaube ich, ganz gut. Genau. Und wie hast du das dann gemacht? Also du bist da, hast du dich getestet oder du sprichst, glaube ich, einmal im Film von, ja, ich bin ja getestet. Genau. Wie war der Ablauf zu drehen, also quasi unter diesen Bedingungen während der Covid-19-Pandemie? Genau, also sobald Tests möglich waren, habe ich das gemacht. Ansonsten halt mit Maske, mit Abstand, mit Desinfizieren, das, was wir alle schon kennen oder was dann auch ganz spannend über die kleinen Kinder im Film transportiert wird, wie man sich jetzt die Hände zu waschen hat oder was Corona ist in der Schule mit dem Lied. Genau, also nicht, dass ich jetzt das Lied immer singe, aber was im Film vorkommt. Ich sehe ja quasi diesen Film als eine Weiterführung quasi deiner anderen Filme, die du davor gemacht hast, die auch immer durch Tableaus aufgenommen oder mit Tableaus gearbeitet haben, die sehr gesetzt sind, die sehr überlegt sind. Deine Filme sind auch immer sehr ruhig. Warum hast du dich entschieden, okay, ich mache da jetzt so weiter? Ich erzähle diesen Film auch in diesem sehr ruhigen Stil? Ich glaube, die erste Antwort ist aus dem Bauchgefühl heraus, weil ich einfach unterwegs war und als erstes habe ich ja angefangen, die Natur zu filmen. Ich war ganz viel im ersten Lockdown in der Natur und das ist ja auch eine Ebene im Film. Und dann habe ich ja versucht, die Orte zu porträtieren und ich fand einfach, und dann eben auch die Menschen, dass dieses streng kadrierte, ich finde das einfach total schön und auch passend für diesen Titel Vakuum, wie ich die Zeit einfach gerade sehe, dieses eingefrorene, doch leicht sich öffnende, verändernde. Und ich finde das einfach schön, wenn man beobachten kann und wenn man die Welt in diesen Tableaus einbetten kann. Und da halt auch für mich die Haltung zum Film sich widerspiegelt durch diese Kameraart. Genau. Haben deine Protagonisten den Film schon gesehen oder einzelne Protagonisten den Film schon gesehen? Nein, noch gar nicht, weil ich wollte, also der Plan ist, zu Hause eine Premiere zu machen, aber solange die Situation sich nicht ändert, ist das halt nicht möglich und ich würde ihn halt gerne bei uns zu Hause im Kino zeigen, auf großer Leinwand. Aber sie sind schon sehr gespannt alle und freuen sich schon sehr und ja, fiebern halt mit allem und generell würde ich schon sagen, dass die Situation in Österreich, würde man sagen, zart. Also für jeden schon. Ich habe jetzt mit dem Protagonisten telefoniert und für jeden ist es wirklich schon zart. Also durch die Bank. Könntest du dir vorstellen, da jetzt noch weiterzumachen? Also ich bin am Überlegen. Wenn dann aber, glaube ich schon, dass dann der Film österreichweit sein sollte und sich vielleicht also mit den Langzeitfolgen beschäftigen sollte. Ich habe gestern wieder eben mit der Mutter telefoniert, die im Film vorkommt und die hat erzählt, dass die Kinder nach wie vor keinen Turnunterricht haben und wo sie merkt, was das mit den Kindern macht, also dass der Sport schon seit einem Jahr fehlt in der Schule. Und das wäre zum Beispiel eine Facette, die mich interessieren würde, neben ganz vielen anderen. Also, aber mal schauen. Jetzt ist mal Vakuum und ich freue mich, wenn ihn Menschen sehen und Feedback kommt und genau.
In diesem Film hast du, soweit ich weiß, das erste Mal selber Kamera gemacht. Wie war denn die Erfahrung für dich? Also gerade auf Hinblick, dass die Bilder so kadriert, überlegt sind, dass du dir richtig Gedanken gemacht hast, okay, ich mache jetzt nicht nur noch Regie, sondern ich mache auch noch Kamera. Wie war die Erfahrung für dich? Sehr schön. Also ich glaube, wenn es wieder die Möglichkeit gäbe oder das Thema oder der Film das erlaubt, würde ich auch gern wieder selber Kamera machen, weil mich das auf eine Art und Weise als Filmemacherin zu mir näher gebracht hat, also zu dem, was aus mir rauskommt in dem Moment. Wenn ich wo bin, habe ich das Gefühl, okay, so würde ich das jetzt gern filmen und da wirklich auch meinem Bauchgefühl oder meiner inneren Stimme zu folgen und das dann in ein Bild umzuwandeln. Und das finde ich gerade voll schön, diese Facette in mir entdeckt zu haben durch den Film. Genau. Und dass das, glaube ich, so eine Bildsprache ist, die sich bei mir wahrscheinlich öfter durchziehen wird in Zukunft auch. Was hat dich denn überrascht beim Filmen? Also ich habe irgendwann einmal, glaube ich, sagt eine Protagonistin, es ist wieder Dritte Weltkrieg, nur ohne Waffen. Das war so ein Moment für mich, der mich irgendwie so kurz rausgerissen hat. Was waren die Momente für dich in diesem Film, wo du gesagt hast, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sich jemand so öffnet oder mir so etwas sagt? Ich glaube schon auch immer die Momente, wenn es wirklich um die Gefühlslage gegangen ist, also um diese Ängste oder wie der Pfarrer, der relativ früh im Film kommt, eben von der Beerdigung erzählt und halt den Tränen nahe ist. Das geht mir natürlich auch nahe, also zu spüren, wie sehr die Menschen das gerade bewegt, was eben passiert durch Corona und wie sie das in die einzelnen Leben so einfrisst. Also das finde ich immer sehr, sehr berührend, wenn man eben spürt, das Gegenüber öffnet sich. Oder auch eben bei der Mutter, die halt dann erzählt, so einfach ist es doch gar nicht, auch wenn sie jetzt 3 Jobs hat, aber dadurch, dass die Oma eben nicht helfen konnte im ersten Lockdown, dass es schon sehr mühsam ist oder zart. Und dass eben hier auf eine Art und Weise ich hier da bin, um zuzuhören. Und das hat mich schon sehr berührt. Also auch, dass sie mir das Vertrauen schenken und das jetzt so auch erzählen und sich diese Fassade ein bisschen löst. Das finde ich generell am Filmemachen sehr interessant. Gab es Momente, also zum Beispiel diese Gruppe von jungen Menschen, die draußen an dem Tisch sitzen und im Grunde so sagen, ja, ist alles so ein bisschen halb so schlimm. Gab es Momente, wo du gedacht hast, so, dass du die Leute irgendwie schütteln wolltest oder so, oder die eine andere Meinung hatten, als deine war, und wo du gesagt hast, so, boah, das ist mir wichtig, dass es im Film ist beispielsweise? Ich glaube, meine grundsätzliche Haltung zu dem Thema ist ja sehr offen, dass ich versucht habe, unterschiedlichen Menschen zuzuhören und ihnen Raum zu schenken für das, was sie gerade bewegt. Bei den Freunden auf der Parkbank war es wirklich so, dass es ein spontanes Gespräch war. Ich war gerade unterwegs in der Natur und wir sind ins Gespräch gekommen. Ich habe die Kamera aufgestellt und habe gefragt, ob ich mitfilmen darf, und für sie war es in Ordnung. Und man muss dazu sagen, das Gespräch ist im ersten Lockdown entstanden, wo eben noch keine britische Mutante da war und wo eben auch das Burgenland die wenigsten Todesfälle hatte, also wirklich in ganz Österreich, und keiner die Situation noch so gut einschätzen konnte wie jetzt vielleicht. Das so als Hintergedanken. Das heißt, deswegen war für mich eher das Gefühl da, ich würde gern verstehen, warum jemand so denkt oder so. Genau. Wie war der Schnittprozess? War der parallel zum Drehen oder habt ihr alles gedreht und dann geschnitten? Welche Probleme sind da auf dich zugekommen? Wo hast du gemerkt, so, da stoße ich auf Wände? Der Schnittprozess war sehr, sehr intensiv, auch sehr schön. Also das war das erste Mal, dass ich mit dem Sebastian zusammengearbeitet habe, und wirklich super, wie er auch den Film verstanden hat und wie wir gearbeitet haben. Es war so teils, teils. Also ich habe ziemlich viel im ersten Lockdown und im Sommer gedreht, und danach haben wir das dann gesichtet. Und dann haben wir angefangen zu schneiden, und dann bin ich aber nochmal im zweiten Lockdown und um die Wintertage und Weihnachten nochmal raus, und dann haben wir weitergeschnitten. Das heißt, wir haben wirklich sehr intensiv dran gearbeitet, um den Film
halt schnell fertig zu haben, weil ich wollte einfach innerhalb von einem Jahr den Film fertig haben. Und das ist jetzt auch geglückt und ja. Warum wolltest du ihn so schnell fertig haben? Also was war da der Grund dahinter? Also ich weiß nicht, ich dachte mir einfach, das schön zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Jahr Zeit für den Film, für meinen ersten Langdokumentarfilm. Ist ja auch mein Abschlussfilm an der HFF München. Dann bin ich fertig, bin quasi und ja, fand es einfach toll, das einfach so zu planen, dann beim Docfest einzureichen. Ja, weil da wollte ich immer schon mal laufen. Das war immer schon mein Wunsch und ich freue mich sehr. Wie geht's denn weiter? Das ist dein Abschlussfilm. Du quasi wirst bald entlassen aus der Filmhochschule München. Gehst du zurück nach Österreich? Bleibst du in Deutschland? Hast du schon Pläne für weitere Filme? Ich glaube beides. Also ich bin schon so eine Pendlerin, glaube ich, zwischen Österreich, Deutschland, wobei ich, glaube ich, schon mehr eben jetzt in Österreich bleiben werde mal. Und ja, es gibt unterschiedliche Ideen, die ich jetzt dann einfach mehr fokussieren möchte. Eben auch, gibt es einen Teil 2 vielleicht? Oder ja, im Raum steht gerade so ein Musikdokumentarfilm. Und ja, gibt einige Ideen. Welche Aspekte würden dich in dem Teil 2 interessieren, jetzt außer so die Auswirkungen oder die Langzeitfolgen, die du vorhin schon angesprochen hast? Also schon auch wieder diese Facetten anhand unterschiedlicher Menschen, die dann aufs größere Ganze verweisen, weil ich glaube, das ist schon auf eine Art und Weise meine Erzählsprache, neben der Bildsprache, so was mich interessiert. Und da müsste man mehr in die Recherchen gehen, also wirklich Geschichten zu finden, die man halt noch nicht kennt aus dem Radio oder aus einer klassischen Informationsdoku, die einen wachrütteln, die einen bewegen, wo es einfach ums Menschliche und ums Soziale geht, also wirklich um dieses Gesellschaftliche, was sich gerade verändert. Und wenn es zum Beispiel eine Facette ist, die, dass eben Kinder seit einem Jahr keinen Sportunterricht mehr haben oder auch die Facette, was ich spannend fände, eben mit jemandem zu reden, der beim Rotkreuz tätig ist, also diese Sichtweise reinzubringen, nochmal aus einer Helfersicht. Christina, ich habe mich sehr gefreut für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Mich auch. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit dem Film. Ich hoffe, dass er auf weiteren vielen Festivals auch eingeladen wird. Und Sie, liebes Publikum, haben die Möglichkeit, diesen wunderbaren Film bis zum 23. Mai noch beim Docfest at Home 2021 anzuschauen, allerdings nur in Deutschland. Aber sagen Sie es weiter, wenn der Film Ihnen gefallen hat, wenn Sie ihn geschaut haben, und vergessen Sie den Publikumspreis nicht. Vielen Dank.